Wer hat eigentlich die Idee gehabt, das zu spielen? Ich glaube, es war meine Idee. Also, ich habe gesagt, lass mal wieder was machen, zocken oder so. Und Mo so, ja, Change Together. Ich habe da noch wen. Such du auch noch wen aus. Ich will den noch nie gemacht. Ich will den seit Ewigkeiten verkaufen, damit ich mir einen besseren Laptop holen kann. Echt, aber... Oh, jetzt muss ich euch hier alle hochziehen. Bevorzugst du einen Gaming-Laptop? Ich bin vielleicht 5 Tage die Woche, im Monat zu Hause, also ja schon. Also es gibt Leute, die behaupten, ich würde Obdachlosen-Content machen, davon distanziere ich mich, weil ich ja nicht obdachlos bin. Aber ich mache schon sehr viel Reise-Content. Ich finde auch, das ist Obdachlosen-Content. Ne, dafür müsste ich ja obdachlos sein. Ich finde das ein bisschen respektlos gegenüber Obdachlosen. Ich finde es respektlos gegenüber Obdachlosen, das so zu nennen. Ja, aber Obdachlosen-Content heißt ja nicht gleich obdachlos sein. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich finde es trotzdem blöd, das so zu nennen einfach. Kein Zuhause-Content? Ich hab doch ein Zuhause. Du bist ich aber bin da. Nur nicht da. Ich bin nicht so. Ich glaube, Brücken. Hast du real draußen gepennt? Nein, unter einer Brücke. Unter einer Brücke. Unter einer Brücke ist nicht draußen. Wartet, nein. Unter einer Brücke ist nicht draußen. Draußen habe ich nur zweimal gepennt. Das war am warmen Tag, einfach so im englischen Garten. Hast du wirklich unter einer Brücke geschlafen? Ja, warum nicht? Du machst das immer so. Das ist tausendmal billiger. Digga. Ein Hostel kostet in München 15 Euro die Nacht, ja? 15 Euro, damit man da 8 Stunden schläft, das ist so eine Geldverschwendung. Da ist also ein Schlafsack viel billiger. 3 Nächte, Meinungen du hast einen Schlafsack bezahlt. Obdachlosen-Simulator, sagt Jake. Ja, das ist crazy. Obdachlosen-Simulator. Ich schlaf nicht immer draußen. Es gibt auch Leute, die mir nicht glauben, dass ich nicht obdachlos bin. Verständlich. Das ist ja, so lost. Pass auf. Vor 2 Jahren haben die Leute mir nicht geglaubt, dass ich auf meinen Reisen draußen schlafe. Die meinen, komm, du nimmst dir doch nachts safe in mein Hotel. Dann habe ich angefangen, das zu streamen. Jetzt glauben mir die Leute nicht, dass ich ein Zuhause habe. Also wirklich, egal was man macht, die Leute glauben mir nicht. Da habe ich mir eine Flasche Likör reingezogen und wollte eine Treppe hochgehen. Ich habe die Treppe nicht mehr hochgeschafft, weil ich voll im Arsch war. Habe ich mich einfach links neben die Treppe gelegt und geschlafen. Ja, das hätte ich nicht gemacht, wenn ich ein Hotel hätte. Das hätte ich bei einem Hotel nicht machen können. Da hätte ich nicht einfach da pennen können, weil ich hätte nichts dabei gehabt. Es ist halt so doomed, Mann. Manchmal schaut man in seinem Stream und er schläft dabei heilig den Tag auf der Inger Wiese. Das ist der englische Garten. Das ist der englische Garten. Das ist einfach relaxen. Ja, was ist daran kein Obdachlosen-Content? Du hast auch du hast Sonntag auch auf meinem Schlafsack da auf dieser Wiese gelegen und bist fast eingepennt. Bist du jetzt obdachlos? Ich bin fast eingepennt, weil ich die Nacht davor nicht geschlafen habe und aus dem Hotel auschecken musste, wo ich übrigens nachts geschlafen habe, wie ein normaler Mensch. Und B, war es 12 Uhr mittags und wir haben im englischen Garten gechillt. Ja, und ich chille auch 12 Uhr mittags im englischen Garten und penne manchmal ein. Also mein Chat sagt, klingt 100% wie ein Obdachloser. Ihr könnt mich alle mal. Ich finde das so lustig. Der Unterschied ist, ich könnte mir jederzeit ein Hotel leisten oder ich hätte bei Verena pennen können jederzeit. Gar kein Problem. Ich schilder einfach gerne. Ja, die Obdachlosen könnten auch jederzeit Bürgergeldempfänger werden und hätten eine Wohnung. Das ist jetzt keine Ausrede, Meinung. Nee, das heißt ja nicht, dass du arm bist. Du hast nur, also du hast noch kein Geld. Obdachlos. Sollen wir langsam mal weiterspielen? Frage ist, wirst du nass, wenn es regnet? Wenn ja, ist gleich obdachlos. Ich habe ein Tarp dabei und ich habe oft eine Brücke in der Nähe. Du bist safe obdachlos. Früher hatte ich auch ein Zelt dabei, aber Wildcampen ist verboten in Deutschland. Und seitdem ich das streame... Ich würde sagen, wenn wir alle 3 Ja sagen und alle 3 Chats auch irgendwie Ja sagen, dann ist es auch irgendwie Ja. Also tatsächlich, ich habe nämlich vom Jobcenter einen Brief bekommen, dass ich nicht obdachlos bin. Ja, es ist von offizieller Quelle, dass ich es nicht bin. Was? Hört ihr wohl auf, mich auszulachen? Ach komm, wir spielen weiter. Hopp! Meine Situation ist, ich bin der geilste IAS-Firma Deutschlands. Fertig. Du bist der Obdachloseste, ja. Würde ich gerade sagen. Aber sonst hat keiner geschrieben, dass Meinung obdachlos ist. Ja. Er ist obdachlos, aber nicht wohnungslos. Ich bin einfach reich. Ich bin einfach cooler und reicher als ihr alle. So, fertig. Ja, ist auch unter der Brücke. Gefällt das nicht. Ey, ich würde auch als Millionär noch unter der Brücke pennen. Und es kann niemand von euch wissen, ob ich nicht Millionär bin. Doch. Aber es gibt auch obdachlose Millionäre. Stopp, Meinung! Nein, das ist gar nicht Meinung, Entschuldigung. Immer bin ich's. Meinungen, ich kenne deinen Kontostand. Stimmt doch gar nicht, du kennst meinen PayPal-Stand. Außerdem,
Außerdem haben wir doch irgendwie Sonntag erst eine Wette abgeschlossen, wer als erstes Millionär wird. Also weiß ich, dass du noch keiner bist. Du hast nicht so zugestimmt. Vielleicht, du hast nicht zugestimmt. Vielleicht hättest du sofort die Pizza bezahlen müssen, hättest du zugestimmt. Bist du ein bisschen los? Ich häng noch fest. Nein! I'm stuck! Nein! Warte, hochziehen! Nein! Hochziehen! Ich zieh hoch! Ich sag nichts mehr dazu. Meinung, bitte. Ich zieh noch weiter. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ihr Spacken, ey. Ich hab schon wieder nicht geschafft. Wir hängen hier irgendwie fest. Warte, ich hab ein bisschen zur Seite. Ja, ich bin oben. Ich hab euch gerettet. Wie erstmal ein Danke. Halt's Maul. Ja. Nee, ich mach weiter. Das ist Obdachlosendiskriminierung, Mo. Hopp! Jetzt sagst du selber, du bist Obdachlos. Nein, stopp! Nein! Ich konnte euch nicht mehr hochziehen. Schein! Ganz knapp! Es war meine Schuld, es tut mir leid.